Bauern in Not. Einer von ihnen hat sich das Leben genommen, weil seine gesamte Ernte vernichtet ist. Die Schädlingsbekämpfungsmittel wirken nicht mehr. Vergiftete Baumwolle aus Indien in Billigtextilien. Verkauft in deutschen Läden. Baumwollernte im Süden des Landes. Die Bauern haben sich seit 20 Jahren spezialisiert auf den Anbau von Baumwolle. Sie wollen teilhaben an dem Geschäft mit dem weißen Gold. In den guten Jahren waren die Erträge der weißen Faser erheblich höher als die bei Reis, Getreide oder Gemüse. Der Distrikt Warangal im Bundesstaat Andhra Pradesh. Ein riesiger Baumwollgürtel. Die Menschen in diesem Landstrich sind vollständig von nur einem Produkt abhängig geworden. Auch der Landwirt Anand hat umgestellt und den traditionellen Ackerbau aufgegeben, im Glauben an das schnelle Geld. Die Voraussetzungen sahen gut aus. Anand hat das Land von seinem Vater geerbt und muss so keine Pacht an einen Großgrundbesitzer bezahlen, wie die meisten Bauern in seinem Dorf. Ich pflanze erst seit 8 Jahren Baumwolle an, denn am Anfang war ich sicher, dass sich die Erde auf meinen Feldern nicht für die Baumwolle eignet. Aber als die anderen Bauern so gute Einnahmen mit der Baumwolle hatten und auf mich einredeten, habe ich es doch gemacht. Jetzt ist Baumwolle fast meine einzige Ernte. Tag für Tag geht Anand aufs Feld, um seine Pflanzen zu pflegen. Sein wichtigstes Werkzeug ist jetzt der Kanister mit den Schädlingsbekämpfungsmitteln. Denn im letzten Jahr wurden 2/3 der Ernte von Würmern vernichtet. Er hat versucht, mit Pestiziden die Schädlinge zu töten. Doch das Insektengift wirkt nicht mehr. Die Würmer haben sich an das Gift gewöhnt und überleben. Die Bauern sind durch die Missernten ruiniert. Anand lebt in ständiger Angst vor dem gleichen Schicksal, denn noch eine Missernte kann auch er nicht verkraften. Deshalb sprüht er täglich und nach jedem Regen, ungeschützt. So gelangt das Gift auch auf seine Haut. Das Schädlingsbekämpfungsmittel heißt Monocrotophos, eine Substanz mit einer ähnlichen Zusammensetzung wie Chemiewaffen. Nach stundenlangem Sprühen ist Anand wie benommen. Seine Zunge ist taub und ihm ist so übel, dass er kaum noch etwas essen mag. Aber inzwischen gehört das zum Alltag. Einen Zusammenhang mit dem Gift erkennt er nicht. Wasser ist in Andhra Pradesh das kostbarste Gut. Deshalb fällt die abendliche Wäsche sparsam aus. Aber kaltes Wasser kann das Gift nicht abwaschen. Unweigerlich gelangt es so über die Haut in den menschlichen Organismus. Doch auch das ist Anand nicht bewusst. Pestizide und Baumwollanbau, das gehört für mich einfach zusammen. Wir setzen viele Pestizide ein, aber Monocrotophos ist nicht gefährlich. Da brauche ich mich nicht vor zu schützen. Zypermethrin und Endosulfan, die sind gefährlich. Und dann lässt er die wirklich gefährlichen Gifte von seiner Frau holen. Was auf dem Behälter steht, weiß Anand nicht, denn er hat nie lesen.